Hallo und herzlich willkommen zurück zu Slime Rancher. Ich habe ein bisschen was vorbereitet und zwar habe ich ein bisschen Geld besorgt. Ich habe hier ganz normal weitergemacht, so wie eh und je. Wir können mal eben ganz kurz unsere Slimes füttern. Ich habe einiges an Materialien gesammelt, das heißt Slime-Plots von hier und von, also noch ein paar Pinke, weil man davon nie genug haben kann. Und ja, ich glaube, wir brauchen einen zweiten Mintenmangobaum langsam. Lässt mir die Haare vom Kopf. Und habe außerdem ein paar von den Extraktionsgerätschaften dahingestellt, wo sie hingehören. Und zwar von jedem 5 Stück. Und ihr bekommt erstmal hier. Und du? Hast du? Nein. Ihr macht das schon. Hart beten hier. Nicht eifersüchtig werden hier. Alles wird gut. Du da und du da. Und du nochmal und du nochmal und. Ach komm hier. Scheiß drauf. Ess den Scheiß jetzt. Mensch. Friss oder stirb. So. So. Und hier. Da. Dort. Da. Alle glücklich und hier der Rest, bitteschön, Tschüssikowski, ich hab zu tun. Also, und zwar, fangen wir an, in der Indigo Quarry. Ja doch, habe ich, nee, habe ich nicht. Okay, gut, ja, Indigo Quarry. Erstmal die ganzen Drills da, sind es die Drills? Ja, ich glaube schon, die Drills da abholen. Habe ich da vielleicht in der Höhle verteilt. Jo, mal gucken, was dabei rauskommt. Kann ich eigentlich hier Sachen verteilen? Ja, ne? Könnte ich denn hier auch Sachen rausholen, weil es ist ja eigentlich auch eine Höhle. So wie in der Indigo Quarry? Wahrscheinlich nicht. Ja. Nicht so effektiv. Nehme ich mal an. So, guten Tag, meine Lieben. Ihr seid alles fertig? Ja, ne? Dankeschön. Eins, zwei. Aha. Cool, Slime-Fossil, okay. Das sieht gut aus. Das waren jetzt drei, ne? Ja. Okay. Next one. Danke. So, hier ist auch so ein super advanced Treasure Chest Teil. Das waren fünf, ne? Das waren fünf, ja. Alle hopp. So, dann gehen wir mal rum. Oh, guck mal, da ist ein Gesicht sogar drin. Ach, wie süß. Oh Gott, verlaufen, ne? Gehen wir erstmal abgeben und dann gehen wir erstmal. Hier in unserer Dry Reef, also vor die Tür. Habe ich auch gerade einiges hingestellt. So. Mal gespannt, was aus den anderen Sachen noch so alles rauskommt. Hoffentlich Sachen, die ich auch, also die ich jetzt gerade brauche. Weil ich habe auch außerdem, während ich halt ein bisschen gefarmt habe, habe ich hier wieder zeittechnisch ein paar Sachen freigeschaltet. Und zwar. Habe ich es hier noch drin? Nee, Power Core. Genau, der Power Core. Den wollte ich unbedingt haben. Und außerdem mehr Teleporter. Zwei weiteren blauen und grauen, glaube ich. Das heißt, die könnte man dann demnächst auch mal aufstellen, um ja, die Zeiten zu verkürzen. Aber das, ja, die Materialien dafür sind halt schwierig zu bekommen. So. Ah ja, ich glaube, die brauche ich sogar. Leute, kriege ich euer Pup, please. Thank you. Very much. Very much. Bonk, bonk, bonk. Wow, ganz schön viel los hier. Was ist da los? Hier ist ja eine Menge gekackt worden. Warum? Was ist denn da passiert, Freunde? Ohne Ende. Finde ich gut. Finde ich sehr gut. Gib mir das. Und ein letztes. Hier drüben zum Beispiel. Da. Okay, next one. Ich bin gespannt. Ist das Öl? Ich glaube, das Öl brauchte ich für irgendwas ganz Wichtiges. Danke. Wie viel war das jetzt? Ach, keine Ahnung. Lass das. Okay. Hatte ich noch einen? Wie viel war das jetzt? Oh Gott, das waren jetzt 1, 2, 3. Ah ja.
War es das schon? Habe ich hier... Ich glaube, das war's, ja. Ja. Okay, okay, dann bringen wir das mal weg und gucken, was wir daraus machen können. Hier ist so eine Kiste, die würde ich auf jeden Fall gerne mitnehmen. Aha. Gut. Hätten wir das auch erledigt. Ein Spirit Stream. Steam, nicht Stream. Nicht wehtun, danke. Okay. Ich glaube, Deep Brine und dieses Ölzeugs brauchte ich, glaube ich, für die Teleporter. Wobei, ich glaube, auch dieses Spiritual Steam brauchte ich dafür. Meine ich zumindest. Wir gucken mal. So, also. Wir haben den Advanced Drill. Wir haben auch jetzt, glaube ich, die Advanced Apiary, meine ich, die ich noch kaufen muss. Deswegen auch das Geld hier. Drei verschiedene Teleporter. Hexacomb und Strange Diamond, genau. Indigorium haben wir inzwischen genug. Rockplot ist auch ein geringeres Problem. Aber Hexacomb hier, Spiritual Stream, genau. Steam, genau, das brauche ich dafür. Und diese Diamanten brauche ich, verdammt, wo kriege ich die bloß her? Deko hatte ich noch freigeschalten. Ich glaube, dieses Mintgras. Ansonsten habe ich gerade nichts. Wir können mal ganz kurz gucken, wie viel das Ganze hier kostet. Die advanceden Gerätschaften 1500. Das ist okay. Wie viel kosten die in der Herstellung? Wahrscheinlich ultra viel. Advanced Drill. Obwohl, nö, gar nicht. Das gefällt mir. Ich hätte ja auch gleich wieder neue mitnehmen sollen. Ich hält. Naja, gut. Wir gehen erstmal noch im Mossy Blanket unsere Sachen holen. Und dann kümmern wir uns um Advanced Gerätschaften und um Teleporter. So. Ja, ihr macht das schon, ihr macht das schon. Ja. Weiter geht's. Ui. Bock, bock. Okay. Was ist das Zeugs hier? Auch von nachts, als ich mal hier war? Warum? Okay. Komisch. Aber gut. Eigentlich brauche ich es ja nicht. Ich muss es gleich eh wegtun wegen den Sachen, die wir da kriegen. Die Hühner. Ach ja, bald gibt es auch übrigens das Slime Rancher Upgrade. Ne, Update. Upgrade. Ja, genau. Mit einer neuen Region. Mal gucken, wann das kommt. Ich bin gespannt. Momentan stehen ja einige Updates an, wo ich übrigens sehr gehypt drauf bin, muss ich sagen. Als allererstes gibt es die Alpha 10 von Sky Factory, sage ich schon. Ich hält Sky Saga Infinite Isles. Da freue ich mich extrem drauf. Habe ich lange nicht gespielt und ich bin wieder echt pumped, das zu spielen. Das ist so ein schönes Spiel und es ist free to play. Und ich frage mich langsam echt, wie die sich finanzieren, weil ohne Witz, die nehmen für nichts nehmen die Geld. Wie kriegen die, wie machen die das? Das frage ich. Oh. Honig! Ja! Das, ja, ist sehr erstaunlich, aber auch sehr nobel. Honig! Ganz viel Honig. 1, 2, hier muss ein bisschen aufpassen. 1, 2, 3. Ich glaube, die anderen stehen woanders. Oh, da kam viel raus. Hey, weg. Okay, wo war ich hingegangen? Ich glaube, einfach hier weiter. Für zwei weitere. Korrekt, da stehen sie ja schon. Ja, wunderbar. Good talk. Honig. Ich glaube, die Diamanten kriegt man selten aus den Drills in der Indigo Quarry. Nehme ich mal an. Da ist noch so ein Ding. Hallo. Ah, sehr schön. Okidoki. Gab es hier jetzt noch so einen dicken Slime eigentlich oder nicht? Die Frage der Fragen. Wenn ja, wo finde ich den wohl? Und Treasure Pots müssen wir auch noch suchen. War hier hinten nicht sogar noch einer? Weil hier habe ich nämlich, glaube ich, noch gar nichts geöffnet. Wir gucken mal. Oh, nicht durch. Danke. Treasure Pot. Oh. Ich höre hier Wasser. Da ist ein Treasure Pot.
Wildflower Patch. Okay, also ganz viel Deko. Nun gut. Wow. Nun gut. Okay, Hexacombs. Haben wir zwei Stück. Oh Gott, das reicht doch niemals für ein so ein Ding, oder? Brauche ich nicht fünf oder sechs Stück davon? Oh Gott, das ist ja hier eine ewige Grinderei. Wobei, die Advanced Drilling-Dinger haben ja, glaube ich, Charges, also drei Charges. Das heißt, die können dreimal verwendet werden. Und die sind auch gar nicht so teuer. Die kosten auch nur, also, Plots. Von daher kann man damit wohl arbeiten. Okay, gut. Oh. So nicht, Freunde! Habe ich alle erwischt? Ja, ne? Ich glaube schon. Chirp, chirp. Gibt's hier irgendwo irgendwas? Verstecktes, Geheimes? Da oben. Ne, das ist ein Pilz. Da. Ah, eine orangene Lampe. Ja. Wie schön, wie schön. Da oben rauf kann ich aber trotzdem, möchte ich mal annehmen. Hoch mit dir. Alle, hüp. Weiter, weiter. Aha. Ganz geheime Wege, aber ich glaube. Ist hier was? Nein. Hier ist noch so ein seltener Treasure-Pot vermutet. Aber gut, von hier oben kann man zumindest alles besser überblicken. Oh, was ist das da? Was sehen meine Augen da? Kennen wir das da schon? Ich bin mir gerade nicht so sicher. Einmal kurz umgucken hier. Das Spiel ist echt schon groß geworden, muss ich sagen. Also von den verwinkelten Sachen her, das finde ich ganz, ganz klasse. Ganz, ganz klasse. Hier war ich noch nicht, ne? Wow, guck mal, voll schön. Erstmal kurz hier rein sneaken, gucken. Achso, hier kann man zurück. Gut. Okay. Wow! Was die? Oh, scheiße. Was die wohl? Hier gibt's die. Aber sind die alle böse? Gerade sind die alle böse, oder? Shit, die sind alle böse. Au! Aber die kommen... Oh Gott. Aua! Stop it, please! Okay. Oh, oh, oh. Tass, tass, tass. Das sind echte. Shit. Oder? Nee, oh Gott, die sind nicht echt. Die sind nicht echt. Die sind böse, 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 böse. Die sind doch alle böse, oder? Warte mal. Oh, das ist ein Lago. Oder ein Feral oder irgendwas in der Art. Oh! Der gerade hat gekackt. Tut mir leid. Ah, schnell weg hier. Aua! Lasst mich los, lasst mich in Ruhe. Geht weg, geht weg, geht weg. Okay. Ob es wohl hier irgendwo hingeht? Okay. Ich bräuchte noch einen Hexaplot. Hunterplot. Hexaplot? Oh, ja, Hexacomp habe ich gelesen. Zusammen mit Hexaplot, das war... Okay, hier ist also die etwas gefährliche Region. Okay, wir haben inzwischen zum Glück sehr viel Leben. Was wir auch brauchen hier. Definitiv, definitiv. Puh, okay. Du bist schon ein Lago. Warum bist du denn so ein Feral-Lago? Geh doch weg. Ah, shit. Weg mit dir. Weg. Oh Gott. Das da. So. Jetzt, 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 jetzt. Nicht nur auf die Dinge achten, sondern auch, wo ich hier bin und was es hier Tolles gibt. Upsi. Halleluja. Ich bin hier weg. Oh, da bin ich weg. Tschüssi. Hühner. Einfach nur ein Hühnchen. Dingens. Okay. Okay. Wow, das war aufregend. So, wo sind wir jetzt hier gelandet? Wo bin ich jetzt hier gelandet? Meine Güte. Das hört gar nicht mehr auf. Hallo? Hallo?
Okay. Hier war ich auch noch nie. Suizidgefährdete Slimes? Okay, das ist okay. Muss das so? Wer bin ich, das zu beurteilen? Okay, also wir haben immer so ein kleines Abteil. Was bist denn du? Phosphor-Tabilago? Du siehst merkwürdig aus. Das ist, glaube ich, der Winkel. Es war der Winkel. Ich wollte schon sagen, du warst ein bisschen zu hell. Alles gut. Da ist so ein Advanced-Teil. Quatsch. Nichts Besonderes dabei. Mampf, Mampf. So, was haben wir hier? Wahrscheinlich auch nur weiter. Ah, guck mal. Hui, hallo. Entschuldigung übrigens. Hexacombs. Ist hier noch hinten an den gefallen? Wow. Jetzt habe ich 5 Stück. Ich glaube, damit kann ich das erste Teleporter bauen. Das wäre krass. Das heißt, wir könnten unseren Weg ins Mossy Blanket ein bisschen verkürzen. Weil das ist nämlich von allen am weitesten weg. Lass das! Nope. Just nope. What? Just. Das ist ja. Ist immer gut hier. Wow. Hoch, 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 hoch. Na? Lass das sein. Danke. So. Wo geht's hier hin? Okay. Du bist mein Teleporter, hä? Huh? Treasure Pot? Ich glaube nicht. Aber gut. Hier sind wir also. Schön. Zurück wollen wir schließlich auch. Alle. Yippa! Good talk. Schön. Okay. Was war das für ein Geräusch? Ich glaube, das war ein stuckes Geräusch. Sammelt das alles ein hier, los. Ach ja, ich kann da Sachen wegbringen. Wow. Das war wieder sehr aufregend, muss ich sagen. Also, es hat mir gefallen. Wieder ein kleines Abenteuer. In eine unentdeckte Region. Das gefällt mir. Das gefällt mir immer sehr. Soll ich die Hexacombs da reinwerfen? Antaplots. Das ist schlecht. So. Okay, okay. Utilities Warp Technology. 5 Hexacombs, 1 Strange Diamond. Den müssen wir jetzt achieven. Achieven, sag ich. Oh mein Gott, das ist hier ganz schön rumgedenglischt. Meine Fresse. Und zwar mit einem Advanced Drill am besten natürlich. Wie viele davon? Wie viel davon? 3, 4 Stück? Wie viel schaffen wir? Wir haben nicht genug Rocky Plot. Gut, das heißt, Rocky Plot erstmal farmen. Wir brauchen ein neues Gehege. Das machen wir direkt hierhin. Wisst ihr was? Das machen wir direkt hierhin. Und, haben wir gerade noch Slimes übrig, die wir noch nicht verbraten haben, außer die pinken? Die wir nicht brauchen eigentlich. Slimepedia. Slimes. Habe ich alle Slimes entdeckt? Nee. Du fehlst noch. Was bist denn du? Boomslime. Warte mal, wir gucken mal ganz kurz auf das große Gerät. Können wir ja gucken, was da noch fehlt. Guten Tag. Tschüssi. Hui. Also. Rocky, Phosphor, Tabby. Habe ich Tabby? Sind in den blauen mit drin, ne? Ja, Tabby. Ja, radioaktiv, Boom. Doch nicht jetzt. Honig, Wasser, Kristall, Hunter. Und natürlich die goldenen. Vielleicht ist der goldene, der noch dazwischen fehlt. Weil die kann man ja nicht einsammeln, aber ich habe ja noch nicht angesaugt oder noch nicht versucht Nee, Gold habe ich schon. Dann ist einer davon auf jeden Fall die Lucky. Lucky, einer ist davon Lucky und... Ich glaube, andere Slimes gibt es sonst nicht. Das heißt, ich würde die Feral Slimes mit den Rocky Slimes verbinden. Also, mit denen hier. Das heißt, wir haben Heartbeats wieder als Futter
Und ich überlege gerade, waren es die Rocky? Es waren die blauen, nicht die buntblauen. Nochmal checken lieber. Und dann bereite ich hier das Gehege vor und sammle noch ein bisschen Zeugs. Und dann können wir nächste Folge weitermachen mit Teleportern. Rockplot. Yes, okay. Gut, das heißt, ich besorge 5 Rocky-Slimes. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.